Und damit herzlich willkommen zu Space Crew und erstmal ein ganz, ganz dickes Herzchen dafür, dass heute, wo ich diese Aufnahme mache, es 400 Abonnenten im Kanal gibt. Danke dafür. So, und nun schauen wir mal, was uns bei den Phasmiden erwartet. Exoplaneten untersuchen. Und das Ganze machen wir nach dem kurzen Intro. Tief im Delta-Quadranten des Nebels wurde ein Exoplanet entdeckt. Hier sind wir vielleicht richtig. Macht den Planeten ausfindig. Uns kennt seine Oberfläche. Und wir stürmen los. Na komm, wir gehen heute mal über die schnellste Route. Das könnte die Heimatwelt der Phasmiden sein. Flieg zu dem Planeten, um ihn genauer zu untersuchen. Also ganz ehrlich, da wir ja auf dem schnellsten Weg auch immer Kämpfe ohne Ende haben, nehmen wir diesmal die gefährliche Route. Ein stark radioaktiver Komet kommt, alles klar. Läuft mit der Strahlung, ne? Achtung, erhöhte feindliche Aktivität. Na ja, gut, wenn es mehr nicht ist. So, bis dahin sieht es doch ganz gut aus. Thank you.
Mist. Wir werden geentert, wir werden geentert. So, dann gehen wir mal auf Fossil. Und vielleicht heile ich auch mal zwischendurch ein, weil ich nett bin. Ah, das war, glaube ich, gerade auch Premiere, dass ich geentert werde, obwohl einer schon drin ist. Okay, bei Hilfsstationen landen, das... Um meine Krankenstation aufzufüllen und meine Crew zu heilen. Ja, das wird nicht klappen. Das wird doch wieder so eine Falle sein. War beim letzten Mal auch. Da wollte ich an Bord gehen und dann war auf einmal das Ding besetzt. Hilfsstation wurde gekapert. Sie ist voller Phasmiden. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Okay, das war da nichts. Wobei das jetzt ja auch relativ unspektakulär ist, ne? Das sieht geil aus hier. Also das sieht mal richtig, richtig nett aus. Ist das auch ein Asteroidenfeld oder was soll das hier sein? Es ist auf alle Fälle cool vom Aussehen her. Die Schiffe hier sehen ja schon geil aus. Ja,
So, jetzt gehen wir mal ausweichen, damit wir nicht schon wieder geentert werden. Oh, da ist ein zerstörtes Kreuzerlein. Noch einer. Oh, wir haben aber richtig Schiffe verloren. Okay, das war mal ein Verlust. Hm? So, Enter-Kommando abgewehrt und jetzt müssen wir den noch loswerden. Jetzt wird es ziemlich ätzend hier mit den ganzen Strahlenverseuchungen. So, dann haben wir auch mal wieder ein bisschen geheilt und dann geht es weiter zur Phasmidenwelt. Exoplanet Phasmedia, oder wie heißt es, Phasmedia erreichen. Ah, das sieht doch geil aus. Exoplanet scannen. Zum Scan verfügbar in 1,3 Kilometer nicht identifizierter Exoplanet. Wobei ich jetzt mal wirklich denken würde, wenn es wirklich der Phasmidenplanet ist, hätte ich jetzt mit Mutterschiffen und Gegenwehr gerechnet. Oder die haben nichts mehr. Vielleicht habe ich sie ja bereits so in die Enge gedrängt, dass da nichts mehr ist. Das ist definitiv die Heimatwelt der Phasmiden. Ihr solltet schleunigst von dort verschwinden. Der Feind wird zweifellos nicht erfreut darüber sein, dass seine Heimatwelt entdeckt wurde. Das kann ich mir vorstellen. So, jetzt nehmen wir mal ein bisschen Unterstützung in Anspruch. Ich denke mal, da wird noch irgendwie sowas wie ein Mutterschiff, ein Basisschiff. Also das Gegenstück zur Athena-Station wird ja noch kommen, oder? So, jetzt lassen wir einmal Luft ab.
Hier ist richtig Action über dem Himmel, ha? Und wir konzentrieren mal das Feuer ein bisschen, dann geht's schneller. Schub 2 klingt echt gut, ne? So, ich bin schon echt gespannt, wie wir gegen die Phasmidenwelt vorgehen. Ob wir sie nur unterwerfen, zerstören, einen Frieden aushandeln. Die scheinen mir ja bis jetzt sehr uneinsichtig zu sein, die Jungs. Um es mal vorsichtig auszudrücken, ne? Das so clever war, jetzt aufzuladen. Jetzt habe ich keine Schutzschilde mehr. So, aber einen Kampf konnten wir verkürzen. Ja, wir gehen durch den Wurmlochantrieb. Sehr schön. Jetzt können wir es aber richtig abkürzen, ha? Alpha-Quadrant. Randgebiet des Nebels. So, im Verteidigungsmodus. Was habt ihr mir denn zu bieten? Der hat nur Schub immer noch. Meine Güte, die kommen von allen Seiten. Wir haben eure Heimatwelt doch jetzt entdeckt. Ihr könnt eh nichts daran ändern.
Leisten aber auch extrem erbitterten Widerstand heute, ne? So, und die Athena-Station. Exoplanet untersucht. E12 ist auch das höchste Waffenschub 2, Waffenschub 2. Wir haben jetzt auch fast eine voll ausgebildete Crew. Cool. Ja, wir merken, es geht auf das Ende des Spiels zu. So, in dem Sinne würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Starke Hoffnung bleibt immer noch auf. Und wir werden uns weiter der Phasmiden Hauptwelt nähern und überlegen, wie wir sie endgültig zurückschlagen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.